das muss ich irgendwann mal machen. Ich bin Rappe, ich habe eine Rappe zu fett von mir selber, aber hast du ihn noch nicht auf Angriff? Doch, ist jetzt an. So, hallo. Der Chris ist wieder da. Christina, hallo. Christina guckt mich schon wieder an. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Flug nach Salvador. Ja, alles ganz cool. Also alles ganz normal abgelaufen, wie so ein Flug halt normalerweise abläuft. Im Flugzeug verabreden sich schon viele. Also die einige gingen sich halt komplett hin, verlustig. Jetzt kann ich auch manche verstehen, wenn sie immer sagen, die Kinder nerven. Und ansonsten rabbert der Pilot noch, habe ich gar nicht überlegt, sollte ich jetzt nochmal machen? Egal, nee. Mann, also manche Mädels, die sehen ja schon aus. Okay, aber da sollte man eigentlich gar nicht so viel drüber sprechen. Ja, was ist in den letzten Tagen passiert? Und zwar war ich ja einen Tag vor Christina halt bei einer Freundin und war alles super schön. Und gestern habe ich mich dann mit Christina bei einer Couch getroffen. Alles auch super lustig. Haben super viel gequatscht, weil die Couch wollte auch eine längere Reise machen. Und ja, jetzt geht's los. Ja, wie fühle ich mich? Super. Super cool. Ich freue mich schon. Und soweit läuft jetzt erstmal alles ganz gut. Habe ich was vergessen? Nein. Nur komische Leute. Komische Leute, ja. Ey, komische Leute. Der eine Typ, der ist hier schon rumgelaufen. Guckt bei ihm immer. Und dann hat er zu uns geguckt und wir gucken ihn beide so an und er so. Also, ja. Sehr strange. 9 Stunden geht der Flug. Wir haben jetzt gerade minus 65 Grad hier oben, sind auf einer Höhe von 10.000 Kilometern. Und ja, Mensch, wird ja cool. Ein bisschen strange ist es noch mit Couchsurfing-Organisationen. Da müssen wir noch ein bisschen gucken, dass es so holperdipolter, ein bisschen ja, ein bisschen nein, ein bisschen vielleicht. Aber wir kriegen das hin und im Notfall geht man halt in Hostels. Aber beim Couchsurfing ist es halt cool, dass du halt wirklich Leute kennenlernst, die halt von direkt da kommen. Sicherheit und so ist halt natürlich auch ein Punkt. Also wir haben dann wahrscheinlich einen Bus, mit dem wir relativ sicher kommen. Und ja Leute, das soll es erstmal jetzt gewesen sein. Es kommen noch ein paar Blog-Einträge von wegen hier Ausrüstung und so, da habe ich viel verpasst. Und ansonsten habt ihr auf Facebook gelesen, vielleicht oder vielleicht auch nicht, dass auch noch andere Artikel kommen, aber alles mit der Zeit, keine Zeit jetzt gehabt, wenig geschlafen in den letzten Tagen, aber, also das, genau, das kann ich noch erzählen, gestern war die erste Nacht mit Christina, also jeder in seinem eigenen Schlafsack, und Gott sei Dank, und das war schon cool, also ich habe ja vorher in dem Schlafsack noch nicht geschlafen, und es war schon, also ich habe nicht gut geschlafen. Vielleicht auch was ein bisschen Aufregung, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich super aufgeregt war. Aber ich habe schon schlecht geschlafen und vor allen Dingen, ich habe mich so in den Schlafsack gedreht, dass nachher der Reißverschluss an meinem Rücken quasi war. Den spürt man ja nicht. Also ist echt cool. Aber Problem ist, ich brauche irgendwie, wenn man. Mann, Alter. Aber, oh Gott, das kann man doch nicht verarschen. Doch. Ja, doch, finde ich schon. So, und auf jeden Fall kommen wir zurück zum Thema. Ja, ich drehe mich dann und habe mich dann so gedreht, dass der Reißverschluss am Rücken ist und wenn du dich dann so eingeengt fühlst, schon komisch und ich habe dann so lange mit mir rumgehagelt, Christina hat mich da ausgelacht. Ja, aber wird schon alles. Ja, das war schon extrem lang. Wir sehen uns bald, denke ich dann mal, in Brasilien, wenn es warm ist, 30 Grad oder so soll es ungefähr sein, werden wir sehen. Ich melde mich dann heute Abend. So, alles gut soweit. Ihr seid dabei. Oder auch nicht. Oder ja. Alles klar. Bis dann. Tschüss.